Na, come on. Oh, thank you very much. Nice, keine Maus. Schön. Hi, Dark. Was soll ich schauen? Nee, diesmal nicht. Warum? Hallo, ich habe kein Greenscreen eingerichtet, deswegen nein. Gucken Promo. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ja, das ist jetzt. Das ist jetzt dein Problem, dass du das da hingeschrieben hast. That's not my problem anymore. Anwenden. Ja, okay. So. Ohne. Ja, okay. Grafikeinstellung. Ja, bla bla bla. AMD Friendly FX. Was? Und sowohl Leistung. Ja, okay, dann an. FPS Limits da. Ansonsten alles Ultra. Bewegungsunschärfe weg damit. Was heißt hier nein? Nee, stimmt. Habe ich ja gar nicht. Hahaha. Ja gut, aber macht das einen Unterschied? Jetzt mal ganz im Ernst. Ach, was soll's. Neues Spiel. Drin. Ich weiß noch nichts darüber, außer dass es mehr oder minder Souls-like und irgendwie ein Seuchensystem hat oder sowas. Extra ungewohnt. Ach, Verschleiß. Nein, habe ich eigentlich nicht. Dann bitte mal aktualisieren, mein Lieber. Zu Beginn hielten die Leute es für eine normale Infektionskrankheit. Als das Vieh zu sterben begann und die Infizierten sich unter Schmerzen krümmten, erkannten sie, dass sie es mit einer tödlichen Seuche zu tun hatten. Die Königreiche taten ihr Bestes, um die Epidemie und die scheußlichen Kreaturen zu besiegen, doch ihr Widerstand war zwecklos und bald machte sich auf den gesamten Kontinent Verzweiflung breit. Das Königreich Hermes. Entschuldigung.
begründet. In der Krone eines riesigen Baumes gelangte dank ihrer Praxis eine wunderschöne Alchemie mit der solchen bla bla bla. Ich hätte gerne ein bisschen Voice dahinter und nicht nur einen Untertitel. Lies ihn auf Alchemie und bla bla bla, Flamme. Doch wo Licht ist, wird auch stets Schatten geben. Grundlegende Steuerung. Verwende links, um Corvus zu bewegen und halte links zum Sprinten. Verwende R, um dich umzusehen und A, um mit Objekten zu interagieren. Verwende um das Pausenmenü zu öffnen. Du kannst dir alle Tutorials in der Sammlung ansehen. Ja, dankeschön. Hui! Okay. Untersuchen. Zerknülltes Stück Papier. Folge den Befehlen und suche nach den Herzen. Ja, okay. Oh, ja. Hallo. Frames. Oh, nice. Schön, dass ihr da seid. Was haben wir hier? Verordnung. Aufgrund des aktuellen epidemischen Krankheitsgeschehens befindet sich das Königreich Hermes ab sofort im Ausnahmezustand. Alle Bürger müssen sich daher folgenden Befehlen unterwerfen. Erstens. Es herrscht ein Ausgangsverbot für sämtliche Bürger. Lebensnotwendige Vorräte werden von den Rittern verteilt. Sweet. Zweitens. Anzeichen von solchenartigen Symptomen oder Mutation, ich kann nicht mehr reden, müssen sofort an die Ritter gemeldet werden. Drittens. Alle Leichen oder unreinen Objekte müssen an das für Einäscherung und Reinigung zuständige Personal übergeben werden. Inkrafttreten der Verordnung ab sofort. Ja, okay. Dann, oh, jasses. Wie sehen wir aus? Sweet. Mehr oder minder. Säbelangriff, Wunden und Hinrichtungen. Verwende, um einen Säbelangriff zu vollführen. Verwende, um feindlichen Angriffen auszuweichen. Säbelangriffe fügen Feinden Schaden zu und hinterlassen Wunden bei ihnen. Wunden verursachen vorübergehend Schaden und verheilen nach kurzer Zeit, wenn kein weiterer Schaden erlitten wird. Wenn die Gesundheit und die Wunden eines Gegners auf Null sinken, werden sie benommen. Nähere dich einem benommenen Feind und verwende, um ihn hinzurichten. Okay. Oh Gott. Die... Hoppala. Steuerung, Controller, haben wir irgendwo Empfindlichkeit eventuell? Ich meine, ich bin ja grundsätzlich sehr empfindlich, aber haben wir tatsächlich nicht? Interessant. Ist das? Ich mach noch mal ein bisschen heller für den Stream. Anzeigemodus hatten wir sonst alles gut. Jo, gut. Jo, passt schon. Ja, gut. Dann wollen wir mal. Mhm. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Moment, kann ich hier hoch? Kann nicht. Das ist da, so. Gut. Klopf, klopf. Ah, cool. Treppen sind auch schon ein Hindernis. Das ist natürlich eine blöde Sache. Und er ist einfach despawned. Okay, soweit so gut. Ziemlich basic bisher. Parieren. Oh, das wird eine Qual. Verwende, um kurz ein... kurz bevor ein feindlicher Angriff Corvus trifft, um ihn zu parieren. Das Parieren eines Angriffs fügt dem Feind Schaden zu und verhindert, dass Corvus Schaden erleidet. Die Lautstärke passt, aber macht die Helligkeit wieder runter. War gut. Okay. Okay. Ja, normalerweise ist das... Ja, ist halt... Sämtliche Einstellungen zu Ritz? Nein. Habe ich gar nicht wirklich übernommen anscheinend. So, dann... Au. Okay, parieren. Nicht so einfach.
Ach, das kann ich kaputt machen. Sehr schön. Was haben wir hier? Papier am Boden. 1. Nice. Eine tödliche Stille erfüllt die Straßen und die Stadt ist vollständig abgeschottet. Es gab nirgendwo Nahrung oder Trinkwasser. Ja, das ist schlecht, ne? Aber coole Inneneinrichtungen, Pudi. Richtig cool. Okay, parieren wird wirklich eine schwierige Aktion. Aha. Fixieren. Visiere einen Feind an und... Ja, gut. Das hatten wir schon. Moin. Ha! Ja, gut. Kennen wir. Haben wir schon. Alles relativ basic. Servus. Du bist der Verschlinger, du versetzt. Hallo? Clownangriff. Tippe. Um einen Clownangriff zu vollführen. Der Clownangriff verursacht hohen Schaden an feindlichen Wunden und verhindert, dass sie verheilen. Okay. Trank anwenden. Wenn die Gesundheit von Corvus niedrig ist, kannst du mit einen Trank verwenden. Corvus kann nur eine begrenzte Menge von Tränken mitführen. Setze sie klug an. Jo. Erhalt einer Seuchenwaffe. Jeder Feind hat eine einzigartige Seuchenwaffe, die Corvus plündern und selbst einsetzen kann. Halte gedrückt, um Corvus Klaue voll aufzuladen und lass los, um eine Seuchenwaffe zu plündern. Plündern verursacht noch mehr Schaden an feindlichen Wunden und verhindert, dass sie verheilen. Corvus ist anfällig für Angriffe, während er seine Klauen auflädt. Na gut, das ist ja klar. Zip. So, reicht das schon? Anscheinend. Oh, Jesus. Errungenschaft, Testpfad. Anwendung einer geplünderten Seuchenwaffe. Verwende, um eine geplünderte Seuchenwaffe anzuwenden. Geplünderte Seuchenwaffen können nur einmal verwendet werden. Oh, klasse. Corvus erhält bei Verwendung von Seuchenwaffen Superrüstung. Kann aber trotzdem Schaden nehmen. Okay. Das war nicht in Ordnung. So, was lag hier jetzt? Tagebuch eines anonymen Soldaten 1. Königsdolch und Graurüstung. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Sie haben die Überlebenden angeführt und wollten die Dinge in Ordnung bringen. Die infizierten Leichen wurden verbrannt, damit sie von der Krankheit gereinigt wurden. Ja, gut. Oh, Jasses. Sehe ich jetzt erst. Einmal den Kopf kratzen. So. So, das funktioniert auch. Einmal durch jeden. Seelenthron. Wenn du dich an einem Seelenthron ausruhst, werden deine Tränke wiederhergestellt. Ah, okay. Jo, jo. Außerdem werden die meisten Feinde wiederbelebt. Souls-like, lass grüßen. Oh, heiliger Stuhl. Beacon found.
Ah, okay. Aktivieren und dann ausruhen. Gut. Suche nach Herzen. Okay. Ach, den Rest kann ich noch gar nicht. Alles klärchen. So. Haben wir hier noch was? Hallo? Ich? Okay. Okay, man hat mehr Zeit zum Parieren als anfänglich vermutet. Jo. Jo. Ist in Ordnung. Okay. Ach nee. Hier muss ich ja weiter. Oh, du kommst ja hinterher. Pfeile und bohren sich irgendwo hin. Kritische Angriffe und Federangriff. Leuchtet vor einem feindlichen Angriff ein grünes Licht auf, führt er einen kritischen Angriff aus, der nicht pariert werden kann. Na klar, Corvus muss stattdessen einen Federangriff vollführen. So. Um diesen Angriff zu entgehen, verwende um einen kritischen Angriff Corvus trifft und bla 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 bla. Meinen feindlichen Angriff zu unterbrechen. LT, ich glaube, das ist der Untergrund, ne? Moin! War das das grüne Licht? Ach nee, das war das wahrscheinlich. Damn, der hat aber reingehauen. Tagebuch eines Bewohners. Wie ist es nur dazu gekommen? Sie sagten uns, es hätte einen Unfall gegeben am Geburtstag des Königs. Zuvor hat sich auch die Seuche nur außerhalb des Königsreichs verbreitet. Doch nach dem Ausbruch sind alle verrückt geworden. Oh, blöd gelaufen, wa? Ist das denn... Ist das die Feder? Die Federfähigkeit? Wahrscheinlich, ne? Ja. Sah gut aus. Habe ich sowas wie eine Map oder sowas? Talente, Gegenstände, Sammlungen... Oh, damn. Okay. Hallo? Moin. Yeah.
Bist du sicher, dass es nicht zu laut ist? Es kommt mir ab und zu so vor. Okay. Papier am Boden 2. Die Pfade in den anderen Regionen des Königreichs sind entweder von Monstern gesäumt oder von Soldaten gesperrt. Niemand kann hinein und niemand hinaus. Okay, ich muss mal kurz was gucken. Ob natürlich, ja. Alles gut. So. Eventuell minimal leise, aber nur ein bisschen. Dann mache ich das einfach mal so. War ich da schon? Ja, da war ich schon. Es sind ja, glaube ich, auch nur die Angriffs Dinger, ne? Der Angriffssound. Dass er da direkt rausgeht. Leute, ich möchte gerne noch was anderes einstellen. Geht's? Dark, stop it. Nix Gewohnheit, sowas will ich hier nicht. Dankeschön. So, möchtest du von dir genommen Anwendung wirklich anwenden? Ja. So, darf ich jetzt? Ich darf? Ich darf da nicht zurück. So, und die wollte ich etwas runter haben. So. Denn meine Chat-Regeln gelten für alle. Auch für die Mods. Oh. Da lag aber jemand in der Sonne. Oh. Hallo. Bist du Freund oder Feind? Okay. Ich hab halt... Oh, damn. Das war doch garantiert jetzt jemand, der dafür sorgen sollte, dass man irgendwo hinkommt, den man gar nicht besiegen muss, um weiterzukommen. Hügel des Philosophen. Das Königreich Hermes liegt im Blablabla. Ja, okay. Der war... Hallo? Rückblick oder was? Corvus, endlich bist du wach. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht. Du wurdest schwer verletzt. Glücklicherweise hast du es rechtzeitig zurückgeschafft. Oh, okay, ich dachte, das wäre schon irgendwie rückblickmäßig. Eisemi. Krasser Name. Corvus, erinnerst du dich an das, was du getan hast? Du benötigst die korrekte Rezeptur, um die Hermes-Antwort nutzen zu können. Hermes-Antwort? Rücksenderantrag oder was? Offenbar hat deine... Entschuldigung. Gott, bin ich doof. Offenbar hat deine Verletzung dazu geführt, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Natürlich! Es wäre also hilfreich, wenn du beschreiben könntest, woran du dich noch erinnerst. Komm wieder, wenn du dir über deine Erinnerung im Klaren bist. Du kannst dir bis dahin ein wenig die Beine vertreten. Vielleicht hilft das dein Gedächtnis auf die Sprünge. Ja,
Bestimmt. Sie waren leider nicht zu Hause. Das ist gelogen. Was haben wir hier? Oha. Bekanntmachung des Königs von Hermes. Warum nennt man es Hermes? Es gibt so viele Namen. Die Familien des Ritterordens haben den König ersucht, keine Ritter mehr in Kämpfe jenseits der Grenzen des Königreichs zu entsenden. Die ehemalige Vorsitzende des Instituts für Alchemistische Studien, Esmeralda. Oh, Esmeralda. Oh, wo war denn das nochmal? Esmeralda war hier Glöckner von Notre Dame, der Name. Ja, ne? Hat offiziell jemand zu ihrer Nachfolge bestimmt. Esmeralda gab. Weil das könnte der noch beschissen eigentlich. True. Für die Leitung der Alchemistischen Forschung von Hermes eine Person mit noch weitreichenden Fähigkeiten als die ihr sucht. Das ist so doof. Darkdo ist einfach nur doof. Der Dämmerziges aus dem Träumemeer wurde erneut in den königlichen Hof geladen. Wie erwartet wurde Ringmeister Odurs, krasser Name, neuestes Programm von allen Zusehen in den höchsten Tönen gelobt. Aha. Odurs. Kartenmenü. Corvus kann sich an Ereignisse erinnern, wenn er an bereits besuchte Orte zurückkehrt und bereits geschlossene Quests auf der Karte wiederholt. Sobald Corvus beginnt, sich zu erinnern, werden weitere Erinnerungen und Orte freigeschaltet. Mhm. Ja, hello Shadow. Dark just trolled you. Sorry for that. Eisemis Tagebuch. Hallo, du kannst doch nicht hier Tagebuch lesen. God damn. But just for you. Hi. It's because I don't have the green screen set up, so I don't use my facecam. Der Hügel der Philosophen ist das Heiligtum der Königsfamilie. Jedes Jahr im Herbst brachte Vater uns hierher. Er sagte, dass er auf dem Hügel kein König mehr wäre, sondern nur noch Vater und Freund. Hier gäbe es keinen Grund für Formalitäten, so sagte er. Nach dem Ausbruch war er zusehends mit innerstaatlichen Problemen beschäftigt und wir kamen immer seltener her. Ja, blöd gelaufen, ne? Philosopher's Hill. Was mit dem Stein? Mhm. Edward. Notizen von Edward, dem Gesegneten. Glitzert der? Besondere Freude bereitet mir der jährliche Besuch des Hügel des Philosophen mit den Kindern. Es erfreut mich, sie herumlaufen und miteinander spielen zu sehen und lässt mich die Turbulenzen im Königreich jedes Mal aufs Neue kurzfristig vergessen. Seit kurzem grassiert eine seltsame Krankheit in den Landen jenseits unserer Grenzen. Ich muss dafür sorgen, dass unser Königreich darauf vorbereitet ist. Ja, versuch's mal. Grenzen dicht machen, Einreiseverbot, all sowas. Mhm. Hallo? Alte Inschrift am Tor. Es ist ein Mahn der Aufruf der alten Könige. Nur wer selbst einsieht, wird niemals verloren sein. Krass. Darf ich hier durch? Ne. Ja, gut, dann gehen wir mal auf den Philosophiehügel. Oder auch nicht. Cool. Kann nicht mehr springen. Kartenmenü. Ist das eigentlich eine Mission oder sowas? Talente, Gegenstände, Sammlung, Optionen beenden? Natürlich. Oder muss ich jetzt nochmal mit ihr reden?
Horus, du bist bereit, dich zu erinnern? Gehen. Ja. Auf geht's. Auf ins Bäumemeer. Bäumemeer. In den Anfangstagen der Seuche verband die Adligen, alle Verbrecher, Armen und Kranken in eine niedrige Ebene des Königreichs, die auch als Bäumemeer bekannt war. Klasse, das ist immer gut. Die Elite der Gesellschaft, wenn ich sowas schon lese, die über diesen Elendsviertel lebt, kümmert sich nicht um deren Schicksal, natürlich. Sie bezeichnet die Verstoßenen als hoffnungslose und über... Was? Scheiß Vodafone, was denn jetzt schon wieder? Ich meine, ja, Vodafone ist kacke. Da kannst du nichts machen. Was ist hier jetzt los? Tja, blöd gelaufen. WLAN macht Mucken. Wo bist denn du jetzt eigentlich untergekommen? Wenn Eltern Corona haben. Stufenaufstieg-Menü. Corvus kann Erinnerungssplitter verwenden, um seine Attribute zu verstärken. Stärke erhöht den Schaden von Säbelangriffen und Wundenschaden. Vitalität erhöht die maximale Gesundheit. Seuche erhöht den Clownschaden und die maximale Energie. Corvus erhält jedes Mal einen Talentpunkt, wenn er ein Attribut von Stufe 25 erhöht. Was? So, erstmal die Lampe darunter nehmen, beziehungsweise... Ah, okay. Hinsetzen. Ah, okay. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle, ne? Stufenaufstieg. So, was habe ich denn? Angriffsschaden, Anzahl der Wunden, Clownschaden. Ja gut, wie viel kann ich denn? Eins. Ich glaube, ich mache erstmal Stärke. Ich finde es gut, dass das minimalistisch gehalten wird. Hey, und jetzt kann ich auf einmal noch eins? Ich gehe nochmal auf Damage. So. Corvus kann Talentpunkte einsetzen, um neue Talente zu erlernen. Talente können jederzeit wieder verlernt werden. Experimentiere also ruhig mit unterschiedlichen Spielstilen. Aha, das ist ja nice. Um dich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten. Was haben wir denn hier? Säbelangriff Stufe 1. Führe schnelle Säbelangriffe bis zu einer 3-Treffer-Kombo aus. Sprungsäbelangriff. Oh, das ist nice zum Ausweichen. Drücke im Sprung. Ich kann bisher nicht springen. RB, um einen schnellen Schlitzangriff nach unten zu vollführen. Das ist nice. Nähere dich einem benommenen Feind und richte ihn hin. Ja. Mache ich das nicht sowieso? Kriege ich dadurch irgendwie Lebensenergie wieder? Basierend auf der Stufe des Feindes ein wenig Energie und Gesundheit regeneriert. Das ist nice. Das würde ich ganz gerne das habe ich schon. Okay. Sprich, erhöht den Sprung und selber verursachten Schaden. Okay. Nicht zugewiesene Talentpunkte. Erhöht nach erfolgreichen Hinrichtungen regenerierte Energiemenge. Okay. Nice. Oder wie der Japaner sagen würde, nice. Von dieser Seite nicht möglich. Das ist doch schön. Thank you. Thank you very... Sammlung von Erinnerungen, Stück 1. Was?
Hi. Ich kann nicht springen. Gibt es auch nicht. Gittertore waren schon immer ein undurchdringbares Hindernis. Egal wann und wo. Vor allem die mit den größten Löchern halt. Da kann man auch nicht durchgreifen. Klasse. Ich setze mich mal kurz hin. So. Hallo. Nee. Oh, da kommt die Ente wieder raus. Ja, ich sehe ganz viel. So. Aber es ist ja schön, dass man einen Sprungangriff machen kann, ohne dass man halt springt. Da hockt einer. Ja, okay. Zerrissene Stellenanzeige des Dämmerzirkus. Der Dämmerzirkus sucht nach Personal. Ohne Einschränkungen, keine Qualifikation nötig. Alle körperlichen Fähigkeiten Bewerber, körperlich fähigen Bewerber sind willkommen. Pförtner 20 Stellen. 20 Stellen? Straßenverkäufer 10 Stellen. 5 Männer und 5 Frauen, unabhängig von der oben ausgeschriebenen Stellen, müssen sich einer körperlichen Untersuchung unterziehen und rituelle Dienste im Zelt verrichten. Rituelle Dienste? The fuck? Hervorragende Entlohnung bei Interesse an. Natürlich. Ja, ich gehe zum Zirkus. Ich bin da sehr gut. Sehr gut aufgehoben. Auf. Sechs? Hä? Aufzeichnen des Dorfältesten 1. Vor einigen Tagen kamen einige seltsame Besucher hier im Dorf an und wollten mit mir sprechen. Ich hatte bei den Leuten von oben nie ein gutes Gefühl. Schließlich sind sie diejenigen, die uns verstoßen haben. Sexy-Time-Rituale, genau. Das sind Königsnudisten. Ich höre doch irgendwo Schritte. Ich könnte sie nicht einfach wegschicken. Sie stellen mir viele Fragen über den Zirkus. Ja, dann einfach mal die Fresse halten, würde ich sagen. Blüng, blüng. Aufhängen. Axtfähigkeiten splitten. Moment. Gegenstände. Schlüssel, okay. Story. Aha, ja, natürlich. Aha, ja, klar. Plakat des Dämmerzirkus. Boah, ist hier viel zu lesen.
Wir sind wieder da. Ein brandneues Programm nur für euch, unser Publikum. Mit Attraktionen wie Schlag den Riesenclown. Natürlich. Appell des tödlichen Dolches. Und besonders heiß ersehen, der große Illusionist. Odurs mystisches Finale. Das Zirkuszelt öffnet sich jetzt jeden Samstag und Sonntag kurz vor dem Anbruch der Dämmerung. Bestimmt sehr safe, das alles. Noch mehr zerrissene Stellenanzeigen des Dämmerzirkus. Kennen wir mittlerweile schon. Hallo. Ist das jetzt zufälligerweise der Shortcut? Was haben wir hier? Aufzeichnen der Baumgesegneten. Natürlich. Ich kann lesen. Die Verbrannten haben eine Siedlung rund um die heiligen Bäume errichtet. Dieses... Okay, dann ist das doch in Ordnung. Diese turmhohen Gottheiten schützen für uns von Monstern und Seuche. Die Propheten sagen, dass bereits das Mitführen eines abgebrochenen Zweiges eines heiligen Baumes die Seuche vertreiben kann. Natürlich. Hat gut funktioniert. Oh, so, Shortcut. Thank you very much. Plakat des Dämmerzirkus. Wir sind wieder da. Ein brandneues Programm nur für euch. Achso, das kennen wir ja schon. So, da ich hier gerade bin, Arme kurz hinsetzen. Und wieder aufstehen. Moment, ich kann Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Ein bisschen Leben. Ist ja nicht verkehrt. So. Hallo. Ah ja. Seuchenwaffenmenü. Oh, ist das viel Text. Corvus kann Fähigkeiten-Spieler von gefallenen Feinden verwenden, um sie Seuchenwaffen freizuschalten oder aufzuwerten. Verwende X, um eine ausgerüstete Seuchenwaffe anzuwenden. Ja, okay. Sonst noch irgendetwas? Eventuell. Ei. Au. Ich versuche jetzt mal kurz so ein bisschen das Parieren. Dieses. Mhm. Ja. Na komm, schlag mich, los! Bei denen kriege ich aber keinen Finishing Move, dass ich Lebenspunkte wieder erhalte. Sehr interessant. Nee, da möchte ich noch nicht hin. Da komme ich nämlich sehr wahrscheinlich nicht zurück. Dann gucke ich doch erstmal hier. Hallo. Messer. Schöne kleine Figur. Jo. Hm.
Plakat des Dämmerzirkus, ja, okay. Ständeanzeige des Dämmerzirkus, der Dämmerzirkus, so dringend Pförtner und Zimmerleute, 50 offene Stellen. Oh, damn. Oh shit! Okay, da kann ich nicht mehr rennen. Da werde ich doch mal wann anders wiederkommen, glaube ich. Denn bevor ich da angekommen bin, bin ich halt vergiftet. Und ich denke, dann bin ich dead. So, was haben wir hier? Notiz eines unbekannten Hoffnungslosen 1. Hm, hab ich das geschrieben? Ich möchte den Zirkus beitreten, damit ich für meine Familie sorgen kann. Es gibt Gerüchte darüber, dass manche Leute das Zelt betreten und nie wieder herauskommen. Aber sie zahlen so gut, dass sich niemand wirklich darum kümmert. Der Mitarbeiter, der meinen Gesundheitszustand überprüfte, meinte, mein Körper sei genau das, wonach sie suchen würden. Das ist auch immer schön zu hören. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber wen kümmert das schon? Gut. Ah, okay, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Das war die Stelle, wo ich vorher nicht groß genug für war. Schön. So, und jetzt komme ich auch hier wieder raus. Und bin wieder hier. Hallo! Okay. Okay, langsam kommt man rein. Aber das bedeutet jetzt ja, dass ich... Hallo? Dass ich bei diesem Gifttypen weiter muss. Aber dann bin ich vergiftet. Und das ist blöd. Weil ich hab meiner Meinung nach noch nichts gegen Gift. Moin. Notiz über das Leben in Hermes. Bäumemeer 1. Beinahe sämtliche Behausungen im Wald befinden sich auf direktem Umfeld der heiligen Bäume. Die Leute versprechen von der Nähe zu den Bäumen Segen und Schutz. Selbst jene, deren Häuser nicht im direkten Kontakt zu den heiligen Bäumen stehen, tragen winzige Zweige mit sich, um der Seuche Einhalt zu gebieten. Ach ja. Die süße, dumme Bevölkerung. Ich will hier rein. Ja, gut. Kann ich hier hoch? Nein, natürlich nicht. Gut. Ach, was soll's. Okay. Okay. Das hat gut funktioniert. Bitch. Verbrauchsgegenstand. Hoch da. Das kennen wir schon. Guten Tag. Oh, das habe ich nicht kommen sehen.
besonders viele Lebenspunkte kriegt man da jetzt nicht wieder, ne? 150 heilt das, okay. Moin. Immer Müh zu früh. Müh zu früh. Ach, ich bin auch ein Poet. Ein Püt. Die Reaktion vom ersten. Das macht mir keiner so schnell nach. Stellenanzeige des Dämmerzirkus, Dämmerzirkus, bla 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 bla. Kennen wir schon. Schön, dass sie überall dasselbe haben. Moin. Oh. Was mit dir? Alter! Oh, Alter! Das Gift macht ja mal übelsten Damage. Was war das denn? Drei Hits und ich bin raus. Und keine Chance, da irgendwie gegenzuheilen. Das Timing ist echt nicht leicht. Junge, geh mir nicht auf den Sack. Süß seid ihr ja schon irgendwie, ne? Mit dem Ha! Aha. Jo, funktioniert. So, der ist wenigstens noch weg. Das ist schön. Jetzt kommt hier unser Freund nochmal. Servus. Hallo. Bei diesen nicht blockbaren Angriffen hat man echt keine Zeit, um irgendwie zu reagieren. Da braucht man Reflexe wie eine Katze und die habe ich bei Gott. Ich bin ein alter Mann. Dich, Schmalands Küchenmeister, hätte ich ja fast wieder vergessen. So, erstmal aufheben. Eins, zwei.
So. So, so, hallo. Kann halt auch nichts machen, ne? Kann das? Cool. Das heißt, ich muss durch und den da hinten killen, damit ich dann Zeit habe, um... Oh, ist das kacke. Jupp, genau das meinte ich. Ich hab pariert. Dafür mache ich euch alles hier kaputt. So. So. Moment, das könnte ein... Secret Tunnel, through the mountains, Secret Tunnel. Auszeichnung des Dorfältesten 2. Ich sagte ihnen, dass ich nicht wüsste, was in den Eimern ist. Aber sie haben weitergefragt. Sie wollten auch mit den Dorfbewohnern reden, die im Zelt gearbeitet haben. Mein Neffe arbeitete einst im Zelt und meinte, dass die Eimer voller seltsam geformter kleiner Kreaturen wären. Bitte was? Aber die Zirkusleute stammen aus unseren Reihen. Auch sie sind Baumgesegnete. Wie könnte ich also ihr Geheimnis verraten? Ja, Mund aufmachen. Wörter rauslassen, ganz einfach. Ich werde mal kurz ein Schlückchen trinken. Wenn ich meine Flasche finde. Always hydrate. So, und wieder zurücklehnen. So, hello. Einen kleinen Slap verteilen, oder was? Ah, guck mal, Zirkuszelt. Schön. Oha, Seuchenwaffe. Okay. Talente freischalten. Ich hätte gerne mehr Leben. Von diesen Sachen. Keine Ahnung, wie man den Sprungangriff bewerkstelligt, aber hey. Moment, parieren. Mhm. Wenn die Angriffe erfolgreich pariert werden, wird die feindliche Konterangriff leiser... Ach, Leiste reduziert. Aha, aha, aha. Ausweichen. Kann ein zweites Ausweichmanöver vollführen. Das ist sehr schön. Kann zwei Ausweichmanöver vollführen, während... wobei das zweite davon länger andauert. Warum sollte man das nehmen? Beim folgenden Ausweichen feindlich erhältst du ein offensive Buff. Hä? Offensive, defensive. Schlittern. Okay. Und kein Schlittern. Verstehe ich nicht. Verwende B in Richtung des Feindes, bevor er einen kritischen Treffer landet, um ihn auszuspringen und uns zu unterbrechen. Attack it. Oh mein Gott, es gibt noch so viele Sachen. Stufenaufstieg. Ja, Vitalität und Stärke gehe ich mal gleichermaßen. Noch ein Talent. Zwei Stück sogar. Okay, okay, okay. Dann gehe ich. Was ist Strategien?
Ein zweiter Platz für solchen Waffen wird mit Fähigkeiten-Spielern freigeschaltet. Okay. Erhöht die Zeit, bis feindliche Wunden verheilen. Das ist an für sich nicht schlecht. Es besteht eine Chance von 13% erlittenen Schaden, um 10% abzuschwächen. Das hört sich gut an. Beim Erleiden von Schaden wird eine geringe Energiemenge regeneriert. Die Droprate von Gegenständen wird geringfügig erhöht. Wenn Corvus bei voller Gesundheit ist, erhältst du dauerhaft einen Stapel offensive Buff. Beim Erleiden von Schaden beginnt Buff verloren. Wenn Corvus Gesundheit unter 20% fällt, erhältst du dauerhaft einen Stapel offensive Buff. Steigt Corvus Gesundheit auf. Das nehme ich mit. So. Möchte jemand Brot? Ein wenig Brot? Okay, ich glaube, wir kommen zu einem Bossfight. Kann das sein? Jawohl. Moin. Au. Krass. Jetzt geht das Spiel halt erst richtig los. Auf geht's. Hallo. Ich hatte halt versucht, in seine Richtung hin auszuweichen, aber ausweichen funktioniert anscheinend nicht so. Wie jetzt zum Beispiel. Alter! Damn! Man hat, wenn man ausweicht, also diese Ausweichrolle macht, dann kann man trotzdem getroffen werden. Nicht so wie bei anderen Souls-like-Titeln, dass man dann quasi während man in dieser Bewegung ist, dass man dann nicht getroffen wird. Hier nach rechts ausweichen. Nice, das hat funktioniert.
Der perfekte Ort für diese, für diesen Finish-Move. Direkt in der Wand. Oh. Im Tränkemenü kann Chorus mit Hilfe sonst reichen. Ja, Tränke verstärken oder was auch immer. Gucken wir uns doch gleich mal an. Tränke. Normaler Trank. Trank aufwerten. Trankmenge, Gesundheitsregeneration, Zutatenplätze. Wofür sind denn Zutatenplätze? Ich mach mal die Trankmenge. Das hat aber tatsächlich sehr gut funktioniert mit diesem Ausweichen. Man muss nur näher an dem Feind dran stehen. Man kann es nicht von weiter entfernt machen. So. Und wir gehen auf Stärke. Dann haben wir natürlich auch noch das hier und so. Sehr cool. Ich wollte gerade sagen. Jo. Ich nehme das mal kurz, ne? Und bam! Man sieht den Schlag halt kommen und man weiß, man wird getroffen. Notiz über das Leben in Hermes Zirkus 1. Zu Beginn diente der Zirkus nur der persönlichen Unterhaltung der Arbeiter im Dorf. Einige Leute versammelten sich und amüsierten sich, indem sie sich gegenseitig billige Tricks zeigten. Mit der Zeit begann die Sache zu wachsen. Sie nannten sich selbst Dämmerzirkus. Abgesehen davon, dass sich der Name auf ihre nächtlichen Darbietungen bezieht, symbolisiert er auch metaphorisch die Mühsal, unter schwierigen Umständen sein Glück zu finden. Okay, cool. Da hatte der Zirkus dann ja tatsächlich mal einen tieferen Sinn. Bis dann halt alles Kacke wurde. Der Zirkus sucht nach Kleintieren in jeglichem Zustand zur Verwendung von Darbietungen. Bitte was? Fliegendes, laufendes, springendes Getier, egal. Wenn es sich bewegt, haben wir dafür Verwendung. Bei Interesse bitte an... What the fuck? Okay. Ja. So. Von dieser Seite hier, das ist doch mal dann eine Tür, wo das Sinn macht, dass es von dieser Seite nicht zu öffnen ist. Was ist das hier? Nee, gar nichts. Gut. Dann Offi. Ihr solltet mir auch überlegen, ob ich bei diesen kleinen Gegnern eventuell den Angriff, meinen Y-Angriff auflade. Oder ob ich da dann... Das war knapp. Oder ob ich da versuche, irgendwie minimale Lebenspunkte rauszuholen. Okay, kein Fallschaden. Interessant. Dann kann ich da ja trotzdem runterfallen bei der einen Stelle. Okay.
Dann machen wir das doch mal. So. Drop it. Notiz eines Königssadisten. Wir begannen uns unter dem Vorwand des ins Narrenmeer den Forschungstrupp bei der schnellen Durchführung seiner wissenschaftlichen Tätigkeiten unterstützen zu wollen. Doch eigentlich sind wir hier, um die seltsamen Aktivitäten des Dämmerzirkus unter die Lupe zu nehmen. War klar, da wurden halt die Leute dann geschickt, um alles wieder zunichte machen, was die Leute sich aufgebaut haben. Und dann kaputt gegangen ist von sich selbst. Klasse. Aber halt dieses Misstrauen. Ach, Leute. Was ist da los? So, ich kann hier noch weiter nach oben. Hallo? Oh, was haben wir hier? Verbrauchsgegenstand. Okay, irgendein Ding. Au. Gut, dass die nur 3 Schläge brauchen. Ja, Entschuldigung, die Dame, ne, aber ich wollte das mal haben. Auch wenn es wahrscheinlich dir gehört, aber no one cares. Und der im Hintergrund. Okay, die Kleinen, die regenerieren auch ein Stückchen vom Leben, aber... Au. Darf ich das? Danke. Dude! Wie wär's, wenn wir mal das hier machen? Und ich hab keine... Ich hab auch kein Leben mehr. Ich hab halt hinter mir auch noch jemanden laufen hören. Okay, der Typ ist krass. Und ich bin am Arsch der Welt. Aber da kann ich einfach so durchsenseln. Senseln. Es war... Was? Ach ja, du bist ja auch noch da.
Es war damals genauso schwierig in Mortal Shell das Parieren zu lernen, also das Timing davon. Da hatte man ja so ein Siegel und das musste man zu einer richtigen im richtigen Zeitpunkt aktivieren. Dann hat er es rausgekramt, was dann so eine Viertelsekunde gedauert hat. Und das musste man quasi in dem Moment, wo der Gegner anfängt zuzuschlagen, sprich nicht beim Ausholen, sondern an dem Punkt, wo er dann am höchsten Punkt ist, sage ich jetzt mal, mit seiner Axt oder sonstiges, dann musste man es drücken, weil dann das Timing perfekt war, um das Siegel dann in der richtigen, am richtigen Zeitpunkt dann parat zu haben. Bei dem muss ich mit Parieren arbeiten. No! Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Okay, den versuche ich noch und dann bin ich selber... Wo habe ich eigentlich meine Anzeige? Ob ich... Einen Moment. Da ist sie. Ja. So. Und dann bin ich sehr wahrscheinlich raus. Könnte ich mir gut vorstellen. Ach, deine Mutti. Schnuddi-Mutti. Was? Es wird halt langsam mein Ehrgeiz geweckt. Goddammit. Warum ist der Typ so stark? I mean, what the fuck? Jo, sorry. Darf ich mal durch? Interessiert mich nicht. Jo. Au. Mhm, ja. Thank you.
Kann ich hier bitte einen Quick Save haben oder sowas? Ah. Ich versuche das jetzt nochmal ganz in Ruhe, ganz entspannt. Heilen. Es wäre so knapp. Ich spiele denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song nochmal. Wenn es nicht jedes Mal diese blöden Leitern wären. Was ist so falsch an Treppen? Ich glaube, die helle Badefähigkeiten-Splitter ist wahrscheinlich geiler als irgendwie was anderes. So. Die haut auf jeden Fall gut rein, die helle Bade. Das kann nicht sein! Alter, holt da noch andere Moves raus! Du kleiner Drecksack, jetzt bist du fällig. Jetzt mach ich dich fertig. Hallo! Ich glaube, ich sollte mir... Vor allem, warum ist denn mein
mein Clown-Angriff daneben gegangen. Der ist ja eiskalt daneben gejietet. Wo kommst du denn jetzt her? Aber es kann doch nicht sein, dass mich so ein komischer Sperrtyp mehr fertig macht als der komische Clown. Clown-Boss-Typ. Ich snack mir das mal kurz. Und dann machen wir das schön. Eins, zwei, okay. Und dann machen wir. Alter, muss aber 85 Damage, ne? Alter. Alter. 6 HP. Oh, und kein Heiltrank mehr. Der nächste Gegner, der mich anhustet, killt mich halt einfach komplett. Ja, genau. So sehe ich aus. Kommt da einfach aus diesem Fass rausgeschissen. Oh, nee, nicht noch so ein Typ. Hallo. Wie, was öffnen von dieser Seite nicht möglich? Da ist ein Stuhl. Ich glaube, da geht's zum nächsten Boss, kann das sein? Ich hätte gerne so ein paar kleine Gegner eventuell. Als ob. Ach komm. Als ob sie in ihrem Angriff nicht geblockt wird. Ach. Oh. Kann ich gar nicht öffnen. Belastend.
Einfach nur belastend. Hauptsache, the Pigeon is vibing. So, und wo kam jetzt gerade eben nochmal der Typ her? Wo zum Teufel bin ich hier? Mhm. So, so. Okay, von denen kriege ich 25 wieder. Von denen auch. Er ist nicht da. Oh, nice. Gott sei Dank. So, und wo ist hier die gute? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Von denen kriege ich 35. Das ist ja alles im Allem nicht so viel, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Tut mir leid, dass ich dich in deiner Trauer unterbrechen muss, aber ich wollte dich mal kurz abmurksen. Ah, da geht's weiter. Okay. Und da ist noch so ein Sperrtyp. Hi. Na? Ganz ehrlich, ich habe gerade überhaupt keinen Nerv auf dich. Ah, oh, fucking hell. Okay, der war einfacher als der andere. Wie komme ich da rüber? Muss ich hier runter? Hallo. Sorry, Puppe, du hattest deine Chance. Aber wenn du dann daneben daggerst, dann ist das halt für dich prinzipiell erst einmal eine schlechte Sache. Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Außer ich. Notiz eines unbekannten Hoffnungslosen 2. Die meisten Arbeiten im Zelt bestehen darin, irgendwelche Eimer von einer Seite zur anderen zu tragen. Manchmal fühle ich mich wie über Dinge bewegen. Okay. Wer ist das denn? Wer bist du denn?
damit habe ich gerechnet. Der hält aber ganz schön viel aus. Der einfach so angejietet. Meine Güte. Kleines Aggressionsproblem haben die Leute hier. Aufzeichnung des Dorfältesten 3. Obwohl Udur unter den Bewohnern von oben sehr populär ist, sorgt er doch jedoch um das... Was? Sorgt er sich jedoch um das Bäumemeer. Sein Zirkus versorgt die Leute nicht nur mit Arbeit und Rohstoffen, sie geben sogar Gratisvorstellungen zur Unterhaltung jener unter uns, die noch nie die Außenwelt gesehen haben. Viele sind Odo für sein Mitgefühl dankbar. Wenn der Zirkus also nach neuen Mitgliedern sucht, melden sich die Waldbewohner in der Regel bereitwillig. Nicht nur freiwillig, sondern bereitwillig. So, was haben wir hier? Nicht zu öffnen. Hä, das ist doch jetzt hier von der anderen Seite, oder nicht? Kenne ich das nicht schon? Keine Ahnung. Das hier. Aha, natürlich, ja. Ich habe keine Heilung mehr. Da ist der Stuhl. Gott sei Dank. Hinein. So, erstmal Stufenaufstieg. Clownschaden. Ja, passt. Talent, 3 Punkte. Drück direkt nach dem erfolgten Ausweichmanöver RB, um einen Stoßangriff attack it. Dann hier mehr Energie und dann parieren. Beim erfolgreichen Parieren oder Blocken von Angriffen wird eine geringe Energiemenge regeneriert. Ich habe jetzt noch nicht so wirklich mitbekommen, ob ich irgendwo Energie verliere. Oder meint die mit Energie Lebenspunkte? Der ist halt echt nicht von schlechten Eltern, die Hellebarde. Und der knockt weg, oder was? Jo, führt ein Schmetterschlag auf den Boden und wirft die Feinde in der Nähe zurück. Verursacht 100% Angriffsschaden plus 300% Anzahl der Wunden. Wow. Stärke 5 von 10.
Okay, nicht schlecht. So, hier habe ich doch jetzt garantiert irgendwie für Zutaten. Ich habe doch irgendwie Aloe Vera oder irgendwie sowas gesammelt. Untersuchen, Trank aufwerten. Ich habe noch einen Punkt. Okay. Ich glaube, dann geht's zum nächsten Boss. Immer noch 1300. Kann ich eigentlich gucken, wie viel der nächste Stufenaufstieg kostet? Buffliste habe ich nicht. Nee. Steht da nirgends. Okay. Na, was soll's. Oha. Roter Teppich für mich. Hallo. Ich melde mich für einen Bosskampf. Oh, was? Der Illusionist. Sturmangriff. Leuchtet vor einem feindlichen Angriff ein rotes Licht auf, führt er einen Sturmangriff aus, den du nicht parieren, unterbrechen oder dem du nicht ausweichen kannst. Was mache ich dann bitte? Stattdessen muss Corvus den Wirkungsbereich des Sturmangriffs verlassen. Aha. Coole Musik. Au! Okay, der macht mich fertig, aber... Cooler Gegner. Nices Design, coole Musik. Geht mir jetzt schon auf den Sack. Was ist eigentlich hiermit? Nice. Autsch. Das ist Odur. Oh mein Gott, das sehe ich jetzt ja erst. Ha ha ha!
halt jetzt schon keine Heiltränke mehr. Keine Chance. Keine Chance gerade. Aber ich bin auch nicht mehr so konzentriert, muss ich sagen. Ich würde zwar ganz gerne weiter versuchen, aber an dieser Stelle muss ich sagen, oh, ne. Nein, danke. Ich bin bedient erst einmal.